Eine neue Woche des leichteren Lebens erwartet uns wieder. Ich freue mich auf die nächste Zeit und freue mich natürlich, dass auch Sie heute wieder bei uns zuschauen. Und es lohnt sich ja immer bei uns reinzugucken. Vor allem, weil wir Ihnen ja viele neue Gesichter präsentieren. Sascha Hill ist heute zu uns gekommen, ein junger Mann, wobei er mir gerade verraten hat, er ist immerhin schon 33. Ich habe gesagt, ich hätte dich ein bisschen jünger geschätzt. Ja, ich bin vor kurzem auch auf 23 geschätzt worden und ich sage dann dazu immer, wenn ich mal 50 bin und ich werde immer noch auf 30 geschätzt, dann ist super. Genau. Sascha Hill, ein Questico-Berater, ein junger Mann, der allerdings schon auch ein bisschen kämpfen musste mit der Spiritualität und sie erst mal ein bisschen zur Seite gedrängt hat. Warum, das wird er uns im Laufe der Sendung noch erzählen. Stefan Schmidt ist bei uns, der wird uns ein paar Herbsttipps geben, denn wir sind ja jetzt schon langsam wirklich in dieser Herbstphase drinnen. Ich musste heute Morgen das Auto schon kratzen. Echt? Ja, minus 0,5 Grad hatte es heute angezeigt und ich musste die Scheiben schon frei kratzen. Verrückt, oder? Und es geht um gute Energie und deswegen ist Ilona Schulz-Baumgart zu uns gekommen. Die macht nämlich etwas, vielleicht hören Sie zum ersten Mal davon, von Hypno-Energy. Was das genau ist, ob es was mit Hypnose oder doch eher was mit Energiearbeit zu tun hat, das wirst du uns natürlich auch im Laufe der Sendung noch verraten. Und nicht nur das, sondern Sie können diese Energie heute auch spüren. Wir wagen nämlich ein Experiment, ein Live-Experiment, bei dem Sie mitmachen können. Müssen sich die Zuschauer auf irgendwas vorbereiten oder reicht es einfach bei uns zu bleiben? Einfach gemütlich zu Hause hinsetzen, anlehnen und vielleicht schon mal so ganz nonchalant die Hand heben und zuwinken. Wie die Queen sozusagen. Ganz locker. Das haben wir ja schon öfters mal gesehen. Und gleich werden Sie vielleicht dann diese Energie zu spüren bekommen. Und es ist Oktoberwoche mit Gabriele Iasetta. Unsere Österreicherin ist mal wieder zu Gast in Berlin und hat wieder ihren intelligenten Schmuck mitgebracht. Auch darauf können wir uns freuen. Sascha Hill, ein junger Mann, der vor 16 Jahren, also wirklich als junger Mann, bei unserem Partner Questico angefangen hat, allerdings nur für eine gewisse Zeit und dann bist du ausgestiegen. Verschwunden. Aus einem Grund, der vielleicht heute für viele gar nicht mehr so nachvollziehbar ist, aber vor 16 Jahren war es doch noch so ein anderes Thema, wenn man sich der Spiritualität zugewandt hat, oder? Also ich war als Kind eigentlich schon sehr spirituell, obwohl ich das nicht wusste. Es war einfach spooky, dass nachts an meinem Bett irgendwelche Gestalten gestanden sind. Das haben ja viele Kinder, die das auch schildern. Und damals war, ja, hat eine Heilerin mal zu mir gesagt, ja, du bist sehr lichtvoll und hat mir da also viele Geschichten erzählt, warum das in meinem Leben passiert. Und ich habe das dann eigentlich nicht weiter verfolgt. Und während meiner Jugend habe ich mich sehr zu allen Kartendecks und Orakelkarten und auch zur Engelwelt hingezogen gefühlt. Das war einfach für mich immer so. Ich bin mit 15 in einer Meditationsgruppe gelandet, wo eigentlich sonst nur Hausfrauen mit mir saßen. Und meine Mutter war also in totaler Aufruhr, wieso ich nicht wie normale Jungs jetzt da auf Bäume kletterst, Fußball spielen gehe, sondern wieso ich jetzt meditieren will. Genau. Und damals war alles noch sehr spielerisch und ich habe dann auch relativ... Aber wie ist die Mutter denn damit dann umgegangen? Also du wirkst ja auch heute noch sehr sensibel, also schon eher wie so ein weicherer Charakter. War das aber dann irgendwann für deine Mutter auch okay? Ja, also die war einfach irritiert, weil es gab da also wie eine Lehrerin. Ich hatte damals ganz schlimme Haut und bin also bei der als Kosmetikerin gelandet. Und das war eine sehr spirituelle Frau, die viel altes Wissen auch hatte und an mich weitergegeben hat. Und immer, wenn ich von der kam, habe ich gesprochen wie sie. Und meine Mutter hat dann schon immer abgewunken und gesagt, furchtbar. Und mittlerweile findet sie es selber sehr interessant, weil sie ja auch den Weg verfolgt hat und weil ihr selber auch viele Dinge passiert sind. Und jetzt denke ich, ist es sehr okay für sie. Dann hast du natürlich auch dich dem spirituellen Weg oder für den spirituellen Weg entschieden und hast dann gemerkt, dass du schon Talente hast. Also wie hast du gearbeitet oder wie ging das Ganze überhaupt los? Hast du eine Ausbildung gemacht oder bist du gleich in die spirituelle Welt gegangen? Also in dieser Phase, so, wo ich auch bei Questico gewesen bin, habe ich sehr viel mit Engelenergien gearbeitet und es war für mich was ganz Normales. Und ich war eigentlich erst irritiert, als mir dann viele Leute eben gesagt haben, dass ich mir das einbilde und dass es Quatsch ist und dass man jetzt doch mal was Ernstes machen muss und was Seriöses machen muss. Und das hat mich irritiert und hat mich von diesem Weg abgebracht und ich habe dann unterschiedliche Jobs ausprobiert.
ausprobiert. Ja. Einer war der bei Lufthansa, wo ich als Flugbegleiter eben gearbeitet habe. Und so habe ich mir damals meine Heilpraktiker-Ausbildung finanziert. Und was da halt deutlich wird, ist auch, dass es immer da geblieben ist. Also egal, was ich gemacht habe, um das eigentlich so von mir zu schieben, auf irgendeiner Ebene war es immer da. Mhm. Und ja, 5 Jahre später habe ich dann meine Praxis aufgemacht und habe auch erstmal wirklich sehr wissenschaftlich gearbeitet, sehr mit Labor gearbeitet und so. Und dann sind einige Sachen passiert, die mich dann wieder sehr stark in diese spirituelle Richtung zurückbewegt haben. Welche Sachen, darüber werden wir uns natürlich auch gleich noch ein bisschen genauer unterhalten. Aber du hast gerade erzählt, du hast eine Praxis dann eröffnet. Du kommst aus der Nähe von München, aus Miesbach. Also ja. aus Bayern, jetzt weiß man natürlich, ist Miesbach schon vielleicht eine kleinere Stadt, wo man sich kennt und wo dann plötzlich so ein junger Kerl eine eigene Praxis aufmacht, die vielleicht nicht so in dieses Landleben hineinpasst. Also wie bist du denn da angekommen? Also gebürtig bin ich Tölzer und bin auch in dieser Gegend aufgewachsen und ich muss ehrlich sagen, dass ich nie Probleme hatte. Also mit keinem meiner Lebensthemen. Ich war schon immer anders. Ich lebe auch mit einem Mann zusammen und viele haben so gedacht, ja, das muss auf dem Land ein wahnsinniges Problem sein. Also das kann ich überhaupt nicht feststellen. Ich habe 13 Jahre tatsächlich in München gelebt und habe irgendwann einfach beschlossen, es ist zu anstrengend, wenn man immer überlegt, was denkt X und was denkt Y. Ich mache jetzt einfach, was ich will. Ja, und das ist auch wirklich der richtige Weg. Und du hast ja gerade selber gesagt, du bist kaum angeeckt, weil auch da wieder Resonanz gesetzt. Ne? Wahrscheinlich bist du auch jemand, ja, warum gibst halt keinem wirklich so eine richtige Angriffsfläche, wobei du schon auch ein bisschen Angst vor der Angriffsfläche hattest, weil man eben mit diesem Vorwurf Scharlatanerie und dieser ganze spirituelle Quatsch ja immer konfrontiert wird. Es hat sich allerdings in diesen 16 Jahren ja einiges getan, oder? Also wie empfindest du selber die Zeit? Also ich habe viele Ausbildungen in dem Bereich gemacht während diesen 16 Jahren, ohne dass ich den Anspruch hatte, ich muss jetzt damit rausgehen. Also ich habe es einfach für mich selber gemacht, weil ich es erforschen wollte, weil ich für mich genauer wissen wollte, ist denn da was? Und irgendwann sind mir dann die morphischen Felder begegnet und ein Konzept einfach, ja, was eine schöne Verbindung auch schaffen kann zwischen Wissenschaft und Spiritualität, weil so weit ist es nämlich gar nicht auseinander, wenn man da mal so genauer hinschaut und das hat mir geholfen. Mhm. Und natürlich war es ein Schritt dann zu sagen, so und jetzt zeige ich mich damit, ich mache auch diese spirituelle Arbeit, ich habe eine mediale Begabung, ich stehe da auch dazu und nutze das und ja, also ich denke, das ist ein Prozess, den viele kennen. Ja, der ganze Kreislauf, der sich wieder schließt. Also ich sage 80er, 90er Jahre, der Schulmediziner, der nichts vom Heilpraktiker wissen wollte. Heute macht der Schulmediziner teilweise die Ausbildungen zum Heilpraktiker, um mit beiden Methoden natürlich zu arbeiten. Der Heilpraktiker, der vielleicht mit der spirituellen Welt nicht wirklich was anfangen kann oder nicht mochte. Aber mittlerweile gibt es eben viele Spirituelle, die eben auch als Heilpraktiker tätig sind. Also ich glaube, ja, auch die Wissenschaft darf man nicht außer Acht lassen. Auch da wird sich immer mehr ergeben, dass es eben doch zu einem großen Ganzen entstehen kann und man eben die Dinge nicht ausschließen muss, sondern wenn man sie miteinander kombiniert, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Und du kombinierst eben auch viele Dinge miteinander. Steiniger Weg ist es gewesen, da werden wir auch nochmal drüber sprechen, wie man dich erreichen kann und wie deine Arbeit heutzutage so richtig aussieht. Auch das wird uns Sascha natürlich im Laufe der Sendung noch erzählen. Jetzt geht's ums Lebenswetter mit unserem Stefan Schmitz. Und wettertechnisch gehen wir ja jetzt in den Herbst. Ob das bei Stefan auch eine Rolle spielt, ich frage ihn mal. Der Herbst ist ja immer so ein bisschen die Jahreszeit, vor der man sich ein klein wenig fürchtet. Also den Anfang des Herbst lieben wir ja alle, wenn die Blätter sich verfärben, die Sonne noch scheint und alles irgendwie toll ist, dann fühlen wir uns ja noch ganz gut. Wenn der November dann kommt, dann mögen wir den Herbst schon nicht mehr. Ich mag den November, weil ich da geboren bin, aber ja, man fürchtet sich vom November, aber auch der November hat irgendwie schöne Seiten, weil man kann diesem useligen Wetter schon auch was abgewinnen. Also es ist zum Beispiel, gerade wie man gut in den Herbst kommt, gibt es ja viele Tipps, es ist total die Kuschelzeit. Jetzt denkt man wieder Partnerschaft, aber man kann sich's auch schön machen, wenn man alleine ist, wenn man zum Beispiel Single ist. Also ich kenne viele, die sich dann kuschelige Pullis anziehen, einen Schal anziehen, also gerade über das Fühlen. Ich
finde, die Welt geht so in den Winterschlaf und dadurch sind wir wenig abgelenkt von den Farben, von den Vögeln vielleicht auch, die uns im Frühjahr morgens aus dem Bett rauszwitschern. Und so kommen wir eben zu uns selbst und können wieder mehr spüren auch. Ja, es hat wieder was mit Auftanken zu tun. Also das ist ja nun mal so, dass der Herbst uns ja, oder dass die Jahreszeiten uns ja schon auch eine gewisse Zeitqualität vorgeben, oder? Mhm. Im Frühjahr, da erwachen wir wieder. Der Sommer, da sind wir irgendwie in einer ganz anderen Stimmung. Und im Herbst, da gehen wir eben so ein bisschen auch in diese, ja, wieder in diese Zeit der inneren Einkehr, kann man das so sagen? Absolut. Und ich finde es gerade auch eine spannende Zeit, weil es eine Zeit der Extreme ist. Das hat man jetzt gerade, du hast gerade vorhin erzählt, minus 0,5 Grad Autokratzen. Also morgens friert man vielleicht noch und mittags schwitzt man, wenn man draußen ist. Das ist ganz interessant, man nimmt die Dinge eben bewusster wahr. Ja, es ist so diese verrückte Zeit. Im Moment ist ja in Berlin wieder Festival of Lights. Das heißt, Berlin leuchtet. Und Samstag bin ich ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und ich hatte schon dicke Winterjacke an und Mütze an oder so. Hab mich zu Tode geschwitzt, weil es einfach dann doch wärmer war. Und dann sind die Leute noch in kurzen Hosen und T-Shirts rumgelaufen. Also es ist so irgendwie auch so eine Zeit, wo jeder so langsam erstmal reinfinden muss, sich vielleicht doch ein bisschen vom Sommer verabschieden muss. Und es ist natürlich immer noch ein bisschen auch Partyzeit. Also du warst jetzt auf dem Oktoberfest. Also du bist ja gut in den Herbst gekommen. Absolut. Hat riesig Spaß gemacht. Ich bin eh so ein Volksfestmensch. Also ich war schon auf der Wasen am Hamburger Dom und jedes hat so seine Eigenart. Die Wiesen, ich finde ja den bayerischen Dialekt so toll und die Menschen so herzlich und deshalb, jedes hat so seine Eigenart. Was ist das erste Mal für dich? Das erste Mal, ja. Dann können wir jetzt ein bisschen bayerisch miteinander reden, dann findest du mich ja noch ein bisschen herziger, oder? Ja, mei, das kriegen wir hin. Du hast gerade gesagt, man kann über die Karten, über die Lendemau-Karten schon auch Wege finden, quasi gut in den Herbst zu kommen. Wie legt man die Karten, um selber so ein Empfinden zu bekommen, was ist für mich jetzt wichtig? Und kann ich mir die Karten selbst auch legen? Absolut. Das machen wir später auch mal einfach. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist, dass man diese allgemeinen Tipps beherzigt, wie man gut in den Herbst reinkommt. Zum Beispiel, ich finde, es ist auch eine Schatzsuchezeit, die Herbstzeit. Man kann rausgehen, Pilze sammeln zum Beispiel. Muss man natürlich aufpassen. Es gibt, glaube ich, habe ich mal aufgeschrieben, 20 extrem giftige Pilzarten. Sollte man natürlich dann zum Pilzexperten gehen, wenn man das dann gesammelt hat. Das hatte ich letztes Jahr mit meiner Frau gemacht. Und gerade mit den Lönnemore-Karten kann man aber mehr auch in die Wohnung gehen. Weil im Herbst, Winter, das ist ja auch eigentlich eine Zeit, wo man zur Gemütlichkeit gezwungen wird. Manchmal kann man nicht rausgehen, wenn es zu kalt ist oder zu extrem ist. Wir lieben es ja eigentlich doch. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss mal kurz in die Runde fragen. Im Sommer hat man doch immer dieses schlechte Gewissen, wenn man in der Wohnung ist, da hat man doch immer diesen Drang, wir müssen raus, wir müssen draus. Und dann kommt vielleicht mal so ein verregneter Samstag, genießt man den nicht, dass man einfach sagt, oh, heute muss ich gar nichts machen. Herrlich. Ne? Gabriele sagt auch schon, herrlich. Also da merkt man, dass man durch diese Aktivität schon sich auch mal freut, wenn man gebremst wird. Ne? Ja, natürlich sollte man auch diesem Gefühl nachgeben und kein schlechtes Gewissen haben. Ja. Schlechte Gewissen ist auch negative Energie, muss ich sagen. Ja, stimmt, aber hat man ganz oft, oder? So ein schlechtes Gewissen, dass man sich denkt, heute scheint die Sonne, ich kann heute nicht zu Hause bleiben, ich muss was unternehmen. Ich bin ein schlechtes Beispiel, weil sobald es regnet, gehe ich mit dem Hund raus, weil da nämlich sonst niemand unterwegs ist und ich liebe den Herbst. Also. Ja. Der Herbst hat natürlich so seine schönen Zeiten, aber es ist ja genauso wie in unserem Leben auch. Und deswegen finde ich, ist es ja so schön, dass du mit deinem Lebenswetter immer da bist. Weil auch wenn jetzt vielleicht die dunkleren Zeiten kommen, wir wissen ja Gott sei Dank, dass der Frühling und der Sommer wieder auf uns zukommen. Absolut. Und man kann sich's schön machen. Und da habe ich eben eine Legetechnik entwickelt, wie man sein Zuhause so einrichten kann, damit man sich wohlfühlt. In drei Schritten, ganz einfach, das werden wir später dann machen. Also dann auch herauszufinden, was man eher für ein Typ ist? Auch was man für ein Typ ist, wo man den individuellen Kraftplatz in der Wohnung sich einrichten kann. Man hat ja so eine Lieblingsecke auch immer in der Wohnung, wie man die einrichten sollte. Und auch die einzelnen Zimmer, dass man sich einfach wohlfühlt. Deine Lieblingsecke bei dir in der Wohnung? Couch und Bett. Ich bin so ein absoluter Bettmensch. Ich habe ein riesengroßes Bett, also extra breit. Und ich mache halt auch viel im Bett. Also ich frühstücke gerne im Bett. Na, so war es jetzt nicht gemeint. Ich wollte es jetzt nicht zweideutig. Nee, aber oder also mal sonntags Schwarz-Weiß-Filme gucken. Das ist jetzt nicht so eine Schlafensgehzeit, sondern... Das ist mein Lebensort oft auch. Also im Sitzen und mein Betttisch und so. Das ist, also arbeiten tue ich nicht im Bett natürlich, aber auch mal sonntags Schwarz-Weiß-Filme im Bett gucken ist toll. Der Stefan Schmidt. Sehr schön. Sonntags nicht. Sonntags ist es Schwarz-Weiß, ja? So Matinee und Hitchcock dann, und so. Oh, Hitchcock. Aber der hat ja auch schon Farbfilme gedreht. Die kann man auch immer wieder gut abgucken. Das stimmt. Schön. Agatha Christie. Auch schön. Alte Edgar Wallace-Filme. Mhm. Oh,
zurück. Komm mal ins Schwärmen. Ja. Sie können sich jetzt freuen, denn auch darüber findet man natürlich Kraft, auch darüber bekommt man gute Energie. Und um Energie geht es heute, um die Hypnoenergie nämlich. Und deswegen ist Ilona Schulz-Baumgart zu uns gekommen. Aber nicht nur das, sie ist nicht mit leeren Händen gekommen. Auf der einen Seite macht sie gleich eine Übung mit Ihnen. Auf der anderen Seite, wenn Sie bei dieser Übung schon etwas spüren und sagen, wow, da hat es schon bei mir ein klein wenig gekribbelt, dann ist dieser Geschenkgutschein wahrscheinlich genau das Richtige. Denn 30 Minuten, und da muss man nicht vor Ort nach Hamburg kommen, sondern das kann man auch telefonisch machen, gibt es quasi ja, die Hypno-Energy. Wie das Ganze funktioniert, das wird uns Ilona gleich erzählen. Ich erzähle Ihnen aber erstmal, wie Sie an diesen Gutschein rankommen. Den können Sie nämlich gewinnen. Wir wollen heute allerdings von Ihnen wissen, der Herbst ist gleichzeitig auch A, die saure Gurkenzeit oder B, die Kürbiszeit. Wenn nicht, dass auch noch saure Gurkenzeit ist. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können Sie uns erreichen. Der Hinweis, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, der darf natürlich auch heute nicht fehlen. 18 Jahre müssen Sie sein. Und bis 15 Uhr, wie gesagt, können Sie auf unseren Anrufbeantworter die richtige Lösung B draufsprechen. Ilona, schön, dass du da bist. Bei Jens warst du ja auch schon mal eine ganze Stunde und ihr habt sehr viel über Hypnose natürlich geredet, weil Jens natürlich auch Hypnose-Therapeut ist, das heißt, da seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Hypno-Energy, hat das was mit Hypnose überhaupt zu tun oder ist es was ganz was anderes? Ja und nein. Also ich habe in Hamburg eine Hypno-Energy-Praxis. Das heißt, ich arbeite durchaus auch mit Hypnose, aber der Fokus liegt bei mir auf Energiearbeit. Daraus ist die Hypno-Energy entstanden. Also wenn ich von Hypno-Energy spreche, spreche ich eigentlich von Energiearbeit. Die heutzutage, jetzt gerade fangen wieder diese gruseligen, nebligen Novembertage an. Da kommt man oft in schlechte Gedanken. Der Fokus liegt oft auf Frust. Naja, auch die Tage, Allerheiligen steht an. Die Tage, genau, die gruseligen, nebligen Novembertage. Die Leute kommen wieder in Trauer oder trauern Verstorbenen, Familienangehörigen nach. Negative Gedanken bringen Körper, Geist und Seele aber leider in eine niedrige Energieschwingung. Und deshalb möchte ich gerne mit diesem Geschenkgutschein die Zuschauer zu Hause ein bisschen motivieren und mit positiven Emotionen auffüllen. Aufladen denn, quasi. Aufladen, ja. Genau. Denn wenn Körper, Geist und Seele durch negative Gedanken geschwächt sind, sollte man sich wieder positive Gedanken machen und mit positiven Energien die Zellen auffüllen. Wir kennen ja alle, jeder von, gerade auch unsere Zuschauer, die wissen natürlich auch um die guten Energien, aber genau, dass es eben auch Energien gibt, die einem so ein bisschen Kräfte rauben. Genau. Es gibt verschiedene Methoden, natürlich auch diese Energiearbeit zu tätigen. Du hast jetzt eben eine Methode, wo du sagst, es ist auch möglich, diese Energie zum Beispiel über den Bildschirm abzugeben. Da gibt es ja auch viele Zweifler, die sagen, glaube ich nicht dran. Genau, dieser sogenannte Placebo-Effekt zum Beispiel oder das ist alles eine Frage des Glaubens. Und das glaube ich eben nicht. Ich behaupte, diese Energie ist lebendig, sie ist da und keine Frage des Glaubens. Denn zum Beispiel bring doch mal einem kleinen Baby einem Tier bei, was ein Placebo-Effekt ist. Und da ich auch mit Tieren arbeite, nicht nur mit den Menschen, merke ich das eben ad hoc, wie Tiere sich förmlich in dieser Wohlfühlenergie baden, wie sich ganz schnell Stress abbaut, wie sich Blockaden lösen und auch die Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Das merke ich bei Tieren natürlich noch schneller, da reichen 15 Minuten. Beim Erwachsenen, beim Menschen brauche ich 30 Minuten und mein Gutschein geht auch über einmal 30 Minuten. Genau, und jetzt können unsere Zuschauer quasi schon mal ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen genau. Hypno-Energy erfahren. Genau. Sie wissen ja, sie sollten sich bequem hinsetzen und schon ein bisschen das Queen-Winken mitmachen. Genau. Ich übergebe mal an dich, damit die Zuschauer zu Hause vielleicht jetzt schon diese Energie Schub mitbekommen können. Ja, gerne. Hallo zu Hause. Ja, wenn ich mit meinen Klienten telefoniere, dann geht es natürlich erst einmal übers Telefon. Man muss nicht extra zu mir nach Hamburg kommen, obwohl ich eine wunderschöne Praxis in Hamburg habe. Aber diese Energie, die Hypno-Energy, ist eine Fernenergie. Die ist genauso kraftvoll, so als ob sie bei mir oder als ob du bei mir in der Praxis bist. Ja, und das möchte ich gerne einmal mit euch zu Hause ausprobieren. Wir bleiben mal beim Du.
einfach mal zurückentspannend hinsetzen, anlehnen und den Ellbogen mal so ganz entspannt aufstützen, sodass die Hand locker in der Luft hängt, die Finger ganz gemütlich übereinander legen, auch den Daumen oben drauf, nicht quetschen, einfach ganz locker. Halt doch mal so deine Hand zu Hause und ich fokussiere mich jetzt mal auf dich zu Hause in deinem Wohnzimmer und schau doch einmal, ob etwas passiert mit deiner Hand, ob du die Hypno-Energy jetzt in deiner Hand spürst. So mache ich es mit meinen Klienten am Telefon, um auszutesten, kommt die Energie an. Bei vielen fängt es jetzt vielleicht schon an zu prickeln. Es wird warm und wenn ich diese Bewegung mache, kann es sogar passieren, dass die Finger sich bewegen, dass sie sich vielleicht sogar öffnen wie ein Fächer oder wie eine Blume, wie eine Blüte. Beim Jens funktionierte das ganz toll, als ich beim Jens hier im Studio war. Und jetzt bin ich ganz gespannt, ob ihr zu Hause oder du zu Hause jetzt auch etwas in deiner Hand spürst. Wenn du das Kribbeln spürst oder es bewegt sich etwas mit deinen Fingern, dann schreib doch gerne hier an den Sender zu Leichter Leben, wenn du diesen Gutschein gewinnen möchtest, ob du etwas gespürt hast und ob sich die Finger jetzt sogar bewegen. Zweiter Teil. Gerade jetzt kommt wieder dieses hässliche Novemberwetter. Ich möchte dich gerne auffüllen. Vielleicht brauchst du ein bisschen Trost. Schließ doch einmal die Augen und schau einmal, was sagt dir dein Unbewusstes. Wenn eins das Allerbeste ist, was du erreichen kannst, welche Zahl begegnet dir jetzt als erstes, wenn du an das Thema Trost denkst? Behalte diese Zahl jetzt in deinem Geiste, in deinem Kopf. Denn jetzt kommt hier aus Berlin direkt in dein Wohnzimmer Trost. Genau. Atme tief durch. Trost erreicht dich da, wo es für dich jetzt am wichtigsten ist. Vielleicht in deinem Herzen. Vielleicht spürst du es im Sonnengeflecht. Vielleicht merkst du aber auch die Last, die auf deinen Schultern liegt, die jetzt sich förmlich auflöst, denn die Hypno-Energy löst Blockaden und stärkt auch deine Selbstheilungskräfte und baut Stress ab. Trost erreicht dich in jedem Fall, auch wenn du jetzt das Gefühl hast, ich merke nichts. Es ist trotzdem eine Energie da, die dorthin geht, wo du es in diesem Moment brauchst. Vielleicht auch nur in deiner Seele, vielleicht aber auch in deinem Herzen. Und für alle die, die jetzt wirklich auch was spüren, und das ist ja dieses Besondere, man kann es jetzt wirklich mal ausprobieren, die können ja wirklich bei unserer Verlosung heute mitmachen und sich den Gutschein sichern. Da geht es nämlich um 30 Minuten Hypno-Energy und da geht es wirklich um kraftvolles Miteinanderarbeiten, gemeinsam mit Ilona Schulz-Baumgart, die übrigens auch Ausbilderin ist zum Thema Hypno-Energy und quasi Ausbildungen anbietet. In Hamburg finden diese statt und zwar jetzt auch im November und im Oktober, am 19. Oktober bis zum 21.10. und vom 30.11. bis zum 2.12. Mehr Informationen darüber bekommen Sie natürlich auch auf unserer Facebook-Seite. Du machst einfach noch ein bisschen weiter, gibst diese positive Hypno-Energy an unsere Zuschauer weiter. Genau. Und wir machen ein kurzes Päuschen. Elisabeth Hartler, die möchte sich auch bei Ihnen vorstellen, auch eine Questico-Beraterin. Und dann kommen wir wieder gleich zurück. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich umfassend, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt. Und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Sascha Hill, auch er musste ja über ein paar Steine stolpern quasi, bis er den Weg zu unserem Partner Questico erneut gegangen ist. Jetzt bist du wieder, seit wann wieder zurückgekommen? Seit einigen Monaten jetzt, ich glaube seit 3 Monaten oder so bin ich wieder da. Also noch ein frisches Gesicht quasi. Du hast gerade erzählt, dass du viel natürlich kennengelernt hast, aber dass du eben auch ein paar Steine wegräumen musstest. Was waren es sonst noch für Steine? Also auf der einen Seite natürlich immer diese Vorwurf, sich zu erklären, was will ich eigentlich, keinen richtigen Beruf erstmal.
oder erstmal gesagt bekommen, du musst erstmal was Gescheites lernen, bevor man sich dann wirklich mit der Spiritualität auseinandersetzt. Also ich glaube, dass wir mit einer ziemlich spirituellen Hardware auf die Welt kommen und dass halt dann die Software über Familie, über das, was die Gesellschaft so momentan gut findet, dass wir da halt, ja, dass sich dadurch relativ viele Blockaden und Steine generieren. Und wenn man dann den Weg dahin zurückfindet, muss man praktisch anfangen, das wie so eine Zwiebel Stück für Stück wieder abzutragen. Und da waren natürlich auch Zweifel, also auch mit der Entscheidung, wieder zu Questico zu gehen, da werde ich jetzt sichtbar, da werde ich vielleicht auch angesprochen drauf, dass ich jetzt eben meine mediale Arbeit wirklich so anbiete. In der Praxis konnte ich mir das ja noch aussuchen, wem sage ich das jetzt und wem sage ich es vielleicht nicht. Aber damit wirklich rauszugehen und zu sagen, ja, das gehört auch zu mir und das mache ich, das war schon ein Schritt, den ich längere Zeit dann noch wieder überlegt habe. Aber du bist den richtigen Weg wahrscheinlich gegangen, denn mittlerweile bist du ja schon wieder ein paar Monate hier und kannst natürlich beide Berufe, also einmal den Beruf als Heilpraktiker mit deiner Praxis, aber gut kombinieren. Wie sieht das Arbeiten denn da aus? Und wenn deine Kunden kommen und eben von deiner medialen Begabung mitbekommen, sind die offen oder sagen die, nee, Schuster, bleib beim Heilpraktiker? Ja, also das ist total interessant, weil ich dachte ganz lang, das kann man nicht machen, gell? Ich müsste mich entscheiden. Entweder muss ich die Praxis haben und dann muss die Praxis auch so klar sein, ich darf nur das anbieten. Oder ich kann nur die mediale Arbeit machen und darf ich aber auch nur das anbieten. Und das ist nur in meinem Kopf gewesen. Und da stimmen auch ganz viele Marketingbücher leider nicht, ja? Also dass man so wirklich nur eine Sache haben darf. Die Leute finden das interessant. Und interessanterweise, ich habe so eine Wand, wo ich Zertifikate aufgehängt habe und dann sagen die, ist total interessant, ja, weil irgendwie passt es ja dann doch alles zusammen. Und ich meine, ganzheitlich bedeutet ja, wir haben da unterschiedliche Ebenen und das macht ja eigentlich gerade die ganzheitliche Arbeit aus. Und wenn man wieder eine davon wegnehmen würde, dann würden wir eigentlich wieder genau das machen, was so ja auch übermäßig passiert. Und ich finde, es ist nie im Sinne von dem Patienten oder Klienten. Sich drauf einlassen. Also wir haben es jetzt gerade auch mit dem Versuch von Ilona oder mit der Anwendung von Ilona erfahren, dass es mit Sicherheit den ein oder anderen Zuschauer zu Hause gibt, der sagt, na, bei mir ist da nichts angekommen. Aber es gibt mit Sicherheit auch einige, die sagen, ja, stimmt, bei mir hat sich da auch was bewegt. Das heißt, jeder ist natürlich auch individuell und nicht jedem kann man natürlich glücklich machen mit seiner Arbeit. Du hast dir aber zusätzlich eben zum Heilpraktiker schon eine Arbeit ausgesucht, die für viele vielleicht noch ein Fremdwort ist, oder? Also du hast es ja vorhin schon erwähnt. Die morphischen Felder. Die morphischen Felder kennen viele noch aus der Zeit, wo die Familienaufstellungen so publik geworden sind, weil da ist mit diesem Wort gearbeitet worden. Interessant ist, das hat so in den 80ern angefangen über einen Entwicklungsbiologen, den Rupert Sheldrake, der eben die Hypothese aufgestellt hat, dass es morphische Felder gibt. Und er sagt, morphisches Feld ist eigentlich nichts anderes, außer ein Bewusstseinsfeld, was uns alle miteinander verbindet. Jeder hat sein eigenes morphisches Feld, aber zum Beispiel Firmen, Häuser, Orte, Länder haben wieder sozusagen übergeordnete morphische Felder. Und das ist spannend, weil mir ist so vor kurzem ein Zitat begegnet, da stand drauf, die Physiker glauben mittlerweile wieder an Gott, aber die Ärzte glauben noch an die Physik. Also da passiert sehr viel, auch im Bereich der Quantenphysik, wo die morphischen Felder, wenn man sich beschäftigt, eben schon ein Bindeglied sein können zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Und ich finde, das ist ein gutes Konzept, gerade für Leute, die sich da häufig schwer tun. Und es ist natürlich etwas, das man auch wieder sagen kann. Es ist wieder eine Möglichkeit, die geboten wird, ja, etwas auszuprobieren. Und darum geht's ja. Also nicht bei jedem wirken natürlich die Dinge, aber nicht jeder, nicht jedem gefällt eine Weste. Nicht jedem gefällt vielleicht diese Uhr. Aber es gibt eben einige, die haben eben dann diese Ebene und sagen, das ist genau das, worauf ich gewartet habe oder was ich mir gerne aussuchen möchte. Und das, was allen, glaube ich, am meisten am Herz liegt, ist, dass man den Menschen weiterhelfen möchte. Hier haben wir mit Ilona gerade, die ja auch probiert, Trost zu geben, die ja auch Energie weiterreichen möchte, du auf deine Art und Weise. Und ich komme gleich zu unserer Österreicherin. Da geht es nämlich auch immer um, ja, auch ein bisschen die Kraft des Glaubens, aber eben auch die Kraft über einen gewissen Weg der Spiritualität. Aber helfen,
Das wollt ihr alle. Und das ist eben dieses Schöne. Der eine auf die Art und Weise, der andere eben mit schmückenden Utensilien wie dem intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta. Impulse in die richtige Richtung setzen und das will Gabi auch diese Woche wieder bei Ihnen erreichen und deswegen gibt es wieder für einige Lebenssituationen, wir haben gerade über Trost gesprochen und eigentlich wollte Ilona den Menschen auch gerne noch Lebensfreude übermitteln, aber die können wir auch über ein Schmuckstück übermitteln. Genau, denn es gibt ja die richtigen Impulse, die richtigen Frequenzen, die richtigen Verbindungen sozusagen zu den morphogenetischen Feldern, die kann man auch mittels Schmuck herstellen. Und da gibt es eben die Impulsarmbänder dazu. Und zwar gibt es die zu den verschiedensten Lebensthemen. Also ursprünglich kennen Sie es ja zum Thema Verjüngung, aber es gibt sie auch zum Thema Energie und Kraft, zum Thema Glück und Lebensfreude, Geld und Erfolg und für Liebe. Upsala, habe ich was falsch gemacht? Liebe und Gefühle. Und zwar werden auf diese Armbänder die Frequenzen vom Heilpraktiker Albert Ruch hinaufgebrannt. Und zwar sind da dabei Bachblütenmischungen, es sind Kräutermischungen dabei, es sind Hormone, Glückshormone, Endorphine dabei. Es gibt ganz unterschiedlich Dinge, von welchen die Frequenzen abgenommen werden, aber zum jeweiligen Thema passend sind sie auf die Armbänder gebrannt. Sie haben verschiedene Zirkonia-Steinfarben, die Armbänder. Das ist eigentlich, ja, man kann es natürlich auch optisch hernehmen, aber wir haben sie deswegen, damit wir sie auseinander kennen, wenn wir ihnen die Armbänder versenden, dass wir wissen, ja, also das Gelbe, das ist für den Glück mit den Glücksstein oder eben das Grüne ist für die Geldenergien oder der jeweiligen Farbe passenden, die Liebe natürlich rot und die Energie und Kraft haben wir mit Blau, mit blauen Steinen. Und es ist eine schöne Kombination, wenn man zum Beispiel auch Goldfarben und Silberfarben mischen möchte, so wie ich das jetzt zum Beispiel hier habe, dann kann man zum Beispiel zwei verschiedene Energien, vielleicht möchten Sie mehr in den Erfolg kommen, aber auch brauchen ein bisschen mehr Energie dazu, dann kann man zwei Farben mischen, ist optisch ein schönes, passt gut zusammen und man überträgt durch die Frequenzen, die auf diesen Blättchen hinaufgebrannt sind, die Energie auf unsere 70 bis 80 Billionen Körperzellen. Und ich finde, hier kann man es auch wieder wunderbar erklären, dass man Dinge manchmal gar nicht erklären muss. Das ist genauso wie, stellen Sie sich eine CD vor, die ist Silber, da ist aber plötzlich oder da ist aber trotzdem viel drauf. Das heißt, da sind Bilder drauf, da sind Musikstücke drauf, da sind Fotos drauf, da sind Videos, glaube ich, Filme drauf, alles Mögliche. Sehen tun wir es auch nicht. Und natürlich ist es erklärbar, wie es funktioniert. Wir brauchen einen Computer und irgendwie durch den Computer wird es dann an meinem Bildschirm gezeigt, wie es funktioniert. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber das ist ja auch egal. Wichtig ist ja nur, dass es funktioniert. Und genauso muss man sich das mit den Frequenzen eben auch vorstellen. Die werden genauso wie auf eine CD auf dieses Schmuckstück gebrannt, diese Frequenzen, zu den unterschiedlichen Themen. Und da gibt es eben, wir haben ja heute auch einen Heilpraktiker da, ja. Der wird es bestätigen, verschiedene Bachblüten zum Beispiel, die man benutzen kann, um in eine gewisse Glücks- und Lebensfreude wieder zu kommen. Also wir wissen ja von unseren Endorphinen, wir sind jetzt im November, da rutschen die nach unten, noch nicht im November, aber bald rutschen die nach unten, aber wir können sie nach vorne holen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Kommt am Lebenstyp an. Also ich bin auch ja ein Novemberkind, deswegen die Skorpione unter sich. Wir lieben den November, weil da ist wirklich, da kann man schön zu Hause sich gemütlich machen. Und dann muss man nicht nach draußen gehen, wenn die Sonne scheint. Das stimmt, aber Sie können heute wieder zu wirklich vorzüglichen Preisen einkaufen, denn Sie wissen ja, es ist wieder Gabriele-Woche und in der Woche, wenn Gabriele bei uns in Berlin ist, dann hat sie auch immer wirklich tolle Preise dabei. 59 Euro, das ist der Preis für ein Impulsarmband anstelle von 79 Euro, das heißt, Sie sparen hier wieder richtig viel Geld und auch hier erwähne ich immer wieder gerne, es sind Designer-Schmuckstücke, es sind hochwertige Schmuckstücke, das heißt, wir reden
hier von wirklich Sterling Silber in Österreich produziert. Es ist ein Fairtrade-Produkt mit dem unechten Brillanten, mit dem Zirkonia-Stein. Und ich sage Ihnen, wenn Sie in einen Juwelierladen gehen würden und Sie würden von einer Designerin oder auch einem Designer ein ähnliches Schmuckstück suchen, dann liegt der Preis locker bei 179, 279, denn die lassen sich gerne den Namen ja auch noch bezahlen. Gabriele Iasetta, die lässt sich noch nicht mal den spirituellen Mehrwert bezahlen, sondern die 59 Euro, das ist wirklich der Wert, das kann man so sagen, ja, von diesem Schmuckstück. Und alles, was sie bekommen an Frequenzen, an Spiritualität, das kriegen sie quasi als Geschenk dazu. Und gucken Sie sich einfach mal hier wirklich auch diese Lebensmottos an, die man ja braucht als Unterstützung, die man immer wieder auftanken möchte. Der Energie, Kraft, Glück, Lebensfreude, Geld, erfolgreich sein, Liebe und Gefühle. Also zu jedem Lebensmotto das passende Armband. Und das heute wieder zu bestellen unter der eingeblendeten Telefonnummer und wahrscheinlich beim Herrn Gerhard. Beim Herrn Gerhard, genau. Wo ich neulich mal eine Nachricht bekommen habe von einer Dame, das weiß ich den Namen nicht, habe der auch noch nicht zurückgeschrieben, ist mir sehr peinlich gerade, die gesagt hat, sie hat noch nie mit dem Herrn Gerhard telefoniert. Wir sollten öfters mal die netten Damen erwähnen, die auch am Telefon sitzen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das mit dem Callcenter morgens genau zwischen 11 und 13 Uhr verwechselt. Also beim Callcenter ist natürlich nicht der Herr Gerhard, weil der Herr Gerhard, der ist ja im 16. Bezirk in der Rankgasse. Der ist nur für die Leichterleben-Zuschauer sozusagen. Leichterleben. Diese Telefonnummer, die kommt direkt zum Herrn Gerhard. Und falls Sie ein Freizeichen haben und es hebt doch keiner ab, dann telefoniere gerade. Aber das Telefon ist bei uns irgendwie so, dass es dann wirkt wie ein Freizeichen. Einfach später nochmal anrufen oder auf Band sprechen, dann ruft Sie der Herr Gerhard zurück. Oder Sie sind in Wien zu Hause, dann mit der U3, U-Bahn-Endstation Otterkring aussteigen. Dann kommen Sie genau bei der Rankgasse heraus und genau da ist das Geschäft von mir. Sie lachen darüber, aber es gibt wirklich viele, viele, die diesem Aufruf Folge leisten und tatsächlich den Herrn Gerhard selber besuchen wollen. Sie können ihn jetzt natürlich erreichen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Aber viele kommen mittlerweile wirklich bei dir auch im Laden vorbei, weil sie nicht nur den Herrn Gerhard kennenlernen wollen, sondern wirklich in erster Linie, weil sie den Schmuck auch mal spüren wollen. Gehen die meisten auch wirklich mit irgendeinem Schmuckstück nach Hause, weil man eben wirklich auch hier eine Energieübertragung mitbekommt. Man spürt die Energie. Man spürt sie ja von einem Menschen, von einem Raum, wo man hineingeht. Man kann Energien ja sozusagen fühlen. Und wenn Sie dann so ein Schmuckstück anlegen und merken, da tut sich was, da kribbelt es, da bewegt sich etwas, dann ist natürlich das Fühlen ganz im Vordergrund und dann, lasst man es nicht liegen sozusagen, dann nimmt man es mit nach Hause. Genau, Sie können es nach Hause bekommen und zwar unter der eingeblendeten Telefonnummer. Bis 18 Uhr in etwa sitzt der Herr Gerhard natürlich in der Rankgasse und unter der eingeblendeten Telefonnummer ist er auch bis 18 Uhr zu erreichen. Das bedeutet, Nummer im besten Falle nochmal aufschreiben, falls er jetzt gerade nicht ans Telefon geht, dann ist er vielleicht gerade in der Beratung und er kennt natürlich sämtliche Schmuckstücke von dir. Das heißt, er weiß generell, was im Angebot gerade ist. Schmuckstück ist natürlich, kann man auch bei ihm bestellen. Das neue Schmuckstück zum Thema Verjüngung. Eigentlich für die Herren gedacht. Ich sehe schon, Stefan Schmidt guckt schon wieder ganz aufmerksam. Der ist ja auch ein großer Fan von Gabriele Iasetta-Produkten. Gibt es jetzt für die Herren auch. Aber der Stefan hat es ja noch gar nicht nötig. Aber der ist ja noch so jung. Man kann ja nicht früh genug anfangen, oder? Ja, also auch hier bekommen Sie natürlich Sonderpreise. Sie wissen ja, wenn Gabi bei uns in Berlin ist, dann können Sie wirklich immer zu besonderen Preisen einkaufen. Und auch heute wieder Energie, Kraft, Glück, Lebensfreude, Geld, erfolgreich sein, Liebe und Gefühle und das wirklich zu sensationellen Preisen, 59 Euro. Und man muss wirklich sagen, diesen spirituellen Wert der Frequenzen, der ist gratis. Der ist gratis dabei, auf jeden Fall. Denn dieses zarten Schmuckstücke, die Armbänder, die sind ja momentan besonders bei Frauen sehr beliebt, auch bei Mädchen ist es natürlich auch sehr beliebt, weil man kann es wirklich Tag und Nacht tragen und man spürt es kaum. Ich mache das immer, wo ist die Kamera? Das lerne ich nie. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das Blöde ist, aber ich lerne es auch nicht. Also deswegen ja, jetzt sieht man es. Also es sieht wirklich sehr
Nicht traurig sein. Es sieht sehr, sehr schön aus. Ja. Und es kann auch bei Ihnen sehr, sehr schön aussehen, wenn Sie sich eins der Impulsarmbänder jetzt nach Hause holen, unter der eingeblendeten Telefonnummer mit dem Herrn Gerhard ein klein wenig flirten. Der freut sich nämlich drauf, wenn Sie ihn jetzt anrufen. Und auch hier nochmal der Hinweis, 59 Euro, unser leichter Lebenpreis für die Impulsarmbänder. Das sind Sie alle mal wert, denn das ist wirklich hochwertiges Design. Eine Designerin, die eben den etwas anderen Schmuck herstellt, sich aber den Namen nicht bezahlen lässt und die Spiritualität quasi auch noch umsonst dazu gibt. 59 Euro. Morgen um 11 geht's weiter mit dem intelligenten Schmuck und Gabriele Iasetta. Freuen wir uns schon drauf? Die Woche bin ich die ganze Woche da. Aber morgen gibt's natürlich ein neues Angebot. Genau. Wir sind gespannt drauf und bis dahin sagen wir Bussi, Baba. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Botschafterin zwischen den Welten, Schamanin der Universen. Blue Eyes bietet an, Einblick auf geheimes kosmisches Wissen, atlantische Geheimlehren, Kristallschädeleinweihungen, schamanischen Trommelbau, Trommelreisen und diverse Aktivierungen. Kontaktieren Sie Blue Eyes für Terminvereinbarungen. Telefonisch unter 02206 6084972 oder per Mail unter blue.eyes5617@yahoo.com. www.lichtzentrum-kristall-quelle.com. Stefan Schmidt hat natürlich seine Lennemau-Karten heute mitgebracht, weil du bringst uns ja immer so ein bisschen bei, dass wir die Karten auch selbst nutzen können. Und jetzt geht es um die ruhige Zeit, um die Zeit, genau, wo wir uns gerne zu Hause einmuggeln. Und da helfen uns die Karten auch herauszufinden, wie wir es am besten hinkriegen. Ja? Absolut, weil man kann sich ja vielleicht auch in der eigenen Wohnung nicht wohlfühlen, weil die Nachbarn laut sind oder weil es oben oder unten trampelt oder man wohnt vielleicht in einer nicht so schönen Wohngegend. Und da habe ich eben eine Methode entwickelt, wie man sich trotzdem wohlfühlen kann, auch wenn es da eben Probleme gibt. Wäre jetzt natürlich am schönsten, wir würden es auf irgendjemanden gerne legen, ja, damit man auch wirklich weiß, ob das so stimmt oder nicht stimmt. Mhm. Hat jemand von euch Lust über seine Wohnsituation, Sascha? Ja. Brauchst gerne du was von Sascha? Dann können wir es nämlich gleich bei ihm ausprobieren. Guck mal. Nö. Einfach nur Berater, genau, für Berater. Dann mische ich mal stellvertretend einfach, weil es ist, glaube ich, zu schwer, ihn mischen zu lassen. Jetzt gucken wir einfach mal. Wichtig ist eben beim Mischen gar nicht dran zu denken, sondern du hast ja jetzt mir die Frage gestellt und ich denke jetzt einfach über was anderes nach und höre halt irgendwann mal auf zu mischen. Also die Zuschauer brauchen wieder nur ein Lennemau-Deck und irgendwie sollte man alle Lennemau-Karten einfach auch auslegen. Und ich mache das halt immer in 4 Reihen an 9 Karten. 3, 6, 9. Das lerne ich auch nie intuitiv. Habe ich ihn irgendwann mal gefragt, dann müsste doch wie viele Jahre legst du jetzt die Lennemau-Karten? 18 Jahre. Nach 18 Jahren müsste man doch schon einen Blick haben, ob es jetzt 9 oder 8 Karten sind. Aber das hab ich nie. Geht nicht, ne? Das ist, und mir passiert es auch oft manchmal in der Sendung, dass ich es dann doch nur 8 lege. Aber im Grunde genommen ist es auch egal. Es müssen einfach alle Karten auf dem Tisch liegen, weil es ja um die Kombinationen geht. Und in dem ersten Schritt gehe ich eben die einzelnen Zimmer einer Wohnung durch. Und da rate ich halt wirklich auch, wenn man es für jemand anders macht, zu fragen. Wenn man nur in einer Einzimmerwohnung wohnt, guckt man halt nur auf das eine Zimmer. Ich denke mal, dass du Küche, Bad, Wohnzimmer hast.
Ein bisschen kompliziert. Küche und Wohnzimmer ist ein Riesenraum und dann gibt es noch ein separates Schlafzimmer, ein Fernsehzimmer und zwei Bäder, ehrlich gesagt. Perfekt, das ist doch schon mal eine schwierige Sache. Willst du jetzt einen Lieblingsraum? Also bei dir würden wir jetzt aufs Bett gucken wahrscheinlich. Musst du das auch wissen? Oder, nee, das kann man hier rausfinden. Ah, okay. Das kann man rausfinden. Also die verschiedenen Räume gehe ich dann durch. Das Bad, dann nehme ich zum Beispiel die Wolken, weil die Wolken, da regnet es ja raus, Wasser, das wäre das Bad. Wohnzimmer hat man oft viel Blumen stehen, es ist gemütlich, nehme ich den Blumenstrauß. Mhm. Käse nehme ich die Mäuse, weil auf den Mäusen der Käse drauf ist oder auch hier die Kekse. Und als Schlafzimmer nehme ich die Lilienkarte, weil die Lilienkarte einfach für die Sexualität steht. So kann man jetzt mal grob die Räume eben auch durchgehen. Was fällt einem da als erstes auf? Gehen wir mal aufs Wohnzimmer. Das Wohnzimmer, da nimmt man den Blumenstrauß, das ist hier. Und das müsste auch dein absoluter Kraftort sein, weil da eben die Sonne ist. Und da würde ich dir raten, im Wohnzimmer, dass du dich wohlfühlst, viel mit Lichtkerzen arbeiten. Und es gibt ja auch Tageslichtlampen, die sehr hohe Lux-Anzahl haben für den Herbst, dass da die gewissen Stoffe eben freigesetzt werden, mit Tageslichtlampen zu arbeiten zum Beispiel auch. Und wenn es dir mal seelisch gesehen nicht gut geht, am Wohnzimmer liegt auch witzigerweise das Arbeitszimmer. Also du kannst auch im Wohnzimmer dann mal, wenn du richtig Motivation brauchst, auch im Wohnzimmer mal arbeiten. Wenn du so einen Durchhänger hast und sagst, Mensch, ich müsste noch was machen, vielleicht noch 3 E-Mails schreiben, Klienten, dann kannst du den Laptop mitnehmen und da auch mal 3 E-Mails schreiben eben. Aber du müsstest dich auch gerne im Schlafzimmer aufhalten. Das Schlafzimmer ist bei euch beiden liebevoll eingerichtet, weil das Herz dabei liegt. Also da müssen irgendwelche liebevollen Gegenstände sein. Vielleicht, ich finde jetzt mal was, vielleicht hat dein Freund dir mal, wenn man jetzt Wiesenzeit, ein Lebkuchenherz geschenkt, dann müsste das im Schlafzimmer hängen. Also alle liebevollen Gegenstände irgendwie, dass ihr euch da auch wohlfühlt. Und auch eine Schmuckecke bräuchtest du im Schlafzimmer. Gibt's eine. Ah, perfekt, weil nämlich der Ring dabei liegt, da hast du das schon intuitiv gemacht. Also Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, es kann aber auch einfach dann so sein, wie es gerade ja wahrscheinlich bei Sascha ist, dass es eher eine Bestätigung ist, weil ich glaube auch mit dem Wohnzimmer und der Küche, das wirst du wahrscheinlich auch schon öfters mal vielleicht als Arbeitszimmer nutzen, also es scheint dir nichts fremd zu sein, also kann man da sagen, macht er alles richtig. Ja, und Sascha wirkt auch sehr aufgeräumt und reflektiert, also deswegen, dann kommt man da intuitiv hinzu, aber wenn man Chaos hat, wenn man vielleicht, der Herzenspartner ist nicht da, dann läuft es im Job nicht so gut, dann hat man auch keine Lust, sich über die Wohnung Gedanken zu machen, dann ist man froh, wenn man Ruhe hat und vielleicht keine Probleme auf einen einprasseln, dann hat man die Kraft nicht dazu. Mhm. Und da ist es eben als Inspiration gut. Mhm. Also das sind einfach die einzelnen Räume, aber ich habe ja 3 Schritte versprochen und es gibt noch einen zweiten Schritt eben auch, der wichtigste Kraftort, wie man sich den einrichten kann. Und da gehe ich zur Sonne. Und um die Sonne herum kann man erkennen, was der wichtigste Kraftort eben auch ist und wie man den einrichten kann. Jetzt haben wir ja die Zimmer und da liegt eben der Blumenstrauß. Also mit auch das Wohnzimmer ist eben ein sehr, sehr schöner Kraftort für dich. Und wenn du Kraft brauchst, was kannst du dann in der Wohnung tun? Und da liegen einmal die Fische und jetzt habe ich dich hier gar nicht mit einbezogen mit dem Kartenlegen. Was würdest du denn sagen bei den Fischen? Was muss er tun? Damit er, zum Beispiel Aquarium. Aber oder? Ich sehe natürlich hier auch die Schlange. Das heißt, für mich, weil ich es aber gehört habe, ist es natürlich so, dass ihm Tiere ganz, ganz viel Kraft geben. Er hat einen Hund, also passt es. Bitte? Also nicht nur, sondern schon auch. Was ein 600 Liter Meerwasser-Aquarium, naja, 2 Katzen. Entschuldigung, da soll doch einer mal sagen, die Karten würden lügen, oder? Die Fische liegen ja hier. Das ist eben dieses einfache System, wirklich über die Symbole gehen. Man muss gar nicht 100.000 Bedeutungen eben auch lernen. Das ist das Schöne eben. Und da liegen ja viele Tiere. Das Pferd, die Fische, die Schlange, genau, absolut. Schlange gibt es noch keine. Ah. Das ist auch gut so. Ja. Schlange hat für mich auch eher was mit Konzentration zu tun. Also für dich ist auch Kraft, sich auf irgendein Ding zu konzentrieren, vielleicht auf irgendein Tier. Mhm. Viele Psychologen sagen ja auch, man soll sich vors Aquarium setzen und man kommt total zur Ruhe. Aber passt ja super. Dritter Punkt. Dritter Schritt ganz ist schnell ganz zum schnell Schluss. Noch Menschen in der Wohnung. Welche soll ich reinlassen, welche nicht? Am Hund erkennt man, welche Menschen man reinlassen sollte. Am Park erkennt man, was man eher draußen lassen sollte. Und alle Verwandten würde ich dir eher raten, draußen in der Wohnung, weil die Vögel stehen halt bei mir für die Verwandtschaft und Eltern, also lieber essen gehen, falls es da Krach gibt. Und
Und der Hund. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so öffentlich sagen möchtest. Nein, musst du nicht kommentieren. Und der Hund ist eben ganz klar. Du hast ja gesagt, du hast einen Partner, der liegt hier auch nebendran, der Partner. Also Hund und Partner. Die Wohnung sollte was Tolles für euch beide sein und da muss nicht irgendwie Gott in die Welt reinkommen. Und so, wie er sich jetzt gerade auch beschrieben hat, der Sascha, nämlich lieber bei den Regentagen nach draußen zu gehen, da begegnet man nicht so vielen Leuten, ist wahrscheinlich auch wirklich die Wohnung eher der Rückzugspunkt bei euch, so dass Stefan da wahrscheinlich schon den Nagel auf den Kopf getroffen hat, oder? Ja, also interessant, dass er im Endeffekt relativ viel da wiedergefunden hat, was ja auch so ist. Das mit der Familie müssen wir noch mal schauen, wie wir das machen. Oder wie du dich da jetzt rausredest. Ja. vielen herzlichen Dank, Stefan. Wann bist du gerne für Astro TV, für die Zuschauer da? 16 Uhr heute. Um 16 Uhr können Sie Stefan Schmidt natürlich auch wieder mit seinen Lennemore-Karten befragen. Ich freue mich ja immer, wenn du bei uns bist. Wann reist du wieder ab? Mittwoch. Also laufen uns ja wahrscheinlich die Tage noch mal kurz über den Weg. Jetzt weise ich Sie noch mal auf die schöne Verlosung hin, die uns ja die Ilona Schulz-Baumgart mitgebracht hat, nämlich den Geschenkgutschein zum Thema Hypno-Energy. Das heißt, auch hier können Sie Kraft tanken und zwar für eine halbe Stunde. Telefonisch können Sie sich aufladen lassen, allerdings müssen Sie jetzt erstmal zum Telefonhörer greifen, um uns die Frage zu beantworten heute. Da wollen wir nämlich von Ihnen wissen, der Herbst ist gleichzeitig auch A, saure Gurkenzeit oder B, die Kürbiszeit. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, der Hinweis, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, darf auch heute wieder nicht fehlen. 18 Jahre sollten Sie sein und alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Sascha. Andrea. Man nutzt sozusagen dann auch mal die Kollegen aus. Machst du das generell? Also auch ruhig schon auch mal nachzufragen oder dir Hilfe zu holen? Es ist in der Tat total lustig, dass das jetzt entstanden ist, weil ich habe vor ein paar Tagen mit einer Kollegin gesprochen, die seit 25 Jahren Feng Shui macht und auch schon mal hier in der Sendung war. Du kannst den Namen ruhig sagen, wir sind hier eine Dauerwerbesendung. Die Cornelia. Und das Interessante war, dass sie mir so Sachen gesagt hat wie, ja, hinter eurem Haus läuft ein Fluss so gar nicht gut. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber was soll ich jetzt machen? Genau. Ich kann nicht, sagt sie, ja, man soll also praktisch Bäume davor stellen. Also man kann ja nicht immer gleich ausziehen, wenn irgendwas nicht passt. Und ich finde, es muss dann schon pragmatisch bleiben und es hat mir gefallen. Also sie sagt, nur das, was man sieht, ist vorhanden. Und wenn man es nicht sieht, ist es praktisch nicht vorhanden. Also ich denke auch, dass so eine bodenständige Spiritualität auch sehr gut in unseren heutigen Zeitgeist passt und dass Spiritualität nicht mehr so zu vergleichen ist wie vielleicht vor 16, vor 20 Jahren, wo man ja irgendwie das Ganze noch in einen ganz, ganz großen Topf der Esoterik reingeworfen hat. Heute gleicht sich ja Esoterik und Spiritualität an, das heißt, man nähert sich. Es ist im Endeffekt eine Lebensform, die aber, und das finde ich, hat Gabriele vorhin so schön gesagt, alltagstauglich ist. Also jeder, der doch achtsam durchs Leben geht, der hat doch auch einen gewissen Spirit in sich und ja, ist vielleicht auch offen für das ein oder andere Thema. Da würde ich dir 100% recht geben. Mir hat auch mal eine Lehrerin gesagt, ein Mensch, der seinen Alltag bewusst lebt, ist eigentlich viel spiritueller als jemand, der sonst was tut und eigentlich überhaupt nicht über das eigene Leben nachdenkt. Und ich glaube, es ist auch so, dass in der heutigen Zeit einfach Orientierung wichtig ist und dass die Spiritualität eine wunderbare Möglichkeit ist, um auch eigene Orientierung zu finden und genauso viele Menschen, wie es gibt, genauso viele Angebote gibt. Und da kann jeder eben genau das für sich rauspicken, was für ihn passt. Genau, aus dem großen Supermarkt und so unterschiedlich ihr auch seid. Ich meine, Stefan, den kennen wir auch über viele Jahre, der ein total kopfgesteuerter Mensch ist, der sich ja selber auch nicht als wirklichen spirituellen Geist bezeichnen würde. Und trotzdem arbeitest du als Lebensberater für die Menschen, aber weil es für dich wirklich einen anderen Charakter hat, ne? Genau, genau, absolut. Ich habe mein System und das finde ich interessant mit dem, es gibt nur das, was man sieht eben. Und das, und so gehe ich auch so ein bisschen vor und so ergänzen wir uns alle. Das finde ich schön. Und, ja, und offen zu sein. Offen zu sein vielleicht auch über die Art der Hypno-Energy, die mit Sicherheit von dem einen oder anderen auch erstmal angezweifelt wird. Also gerade Energieübertragung über die Ferne wird wahrscheinlich belächelt, aber ich bin mir sicher, den einen oder anderen hat es auch heute wieder bewegt. Ja, ich hoffe, dass ganz viele anrufen werden, die auch ordentlich die Hypno-Energy gespürt haben, vielleicht im Herz, im Sonnengeflecht, wo auch immer. Es ist eine intelligente Energie und die weiß, wo sie helfen muss. Ja, und das Schöne
Schöne ist, man kann ja nicht jedem gefallen, aber wir haben so viele Menschen, da findet man jemanden, der einem gefällt. Und ihr habt alle eure Art und Weisen, wirklich auch zu arbeiten. Du hast deine Praxis in Miesbach, bist da jetzt mittlerweile auch ansässig, aber bist eben auch über unseren Partner Questico zu erreichen. Wie arbeitest du über Questico? Also was erwartet mich da, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kontakt zu Sascha Hill suchen würde? Also ich arbeite übers morphische Feldlesen, wobei ich sagen muss, dass ich glaube, dass alle Formen von Hellsicht oder spirituelle Arbeit eigentlich Informationen aus dem morphischen Feld abrufen. Genau, das heißt, du benutzt keine Hilfsmittel, sondern nimmst nur wirklich hier diese Kraft, die man dir mitgegeben hat? Es kommt ein bisschen auf die Frage an. Ich habe tatsächlich auch eine Ausbildung in Learn-Normal-Legen gemacht und habe unterschiedliche Decks auch ausprobiert und bin immer wieder zum Learn-Normal zurückgekommen, weil ich es gerade für sehr pragmatische Alltagsfragen super finde, weil man sofort auf den Punkt kommen kann und man häufig ja auch Leute hat, die sagen, ich möchte so ganz gern mal allgemein wissen. Mhm. Ich habe jetzt nicht so die konkrete Frage und dann gucke ich fürs nächste halbe Jahr, da lege ich auch mal ein großes Deck aus, weil halt sofort dann klar ist, was sind jetzt eigentlich im Moment die Themen. Aber wenn du mich das fragen würdest, dann wäre es wahrscheinlich so, dass ich keine Hilfsmittel benötige. Das Lesen im morphischen Feld hat eine feste Struktur, nach der man vorgehen kann, wo man bewusst Informationen abrufen kann, die eigentlich für alle Lebensbereiche kann man das nutzen, man kann alles fragen. Ich lese nicht in fremden Feldern, wenn es mit der Person nichts zu tun hat, das finde ich so ethisch ganz wichtig. Oder ich logge mich auch nicht in irgendwelche Firmen ein und mache da irgendwelche Spionage. Das ist mir wichtig, also dass es halt mit der Person eben wirklich was zu tun hat. Mhm. Und was nicht über die morphischen Felder geht, ist tatsächlich, wenn es dann um Jenseitskontakte geht, weil man dann häufig eben mehr die Informationen bekommt aus dem Leben desjenigen und das ist für mich nochmal eine wirklich komplett separate Arbeit dann. Mhm. Wo sind so deine Pläne? Also man bekommt ja auch immer mit, gerade auch im spirituellen Bereich, dass die Kollegen nie stehen bleiben, sondern dass es ja eben so viele unterschiedliche Möglichkeiten der Weiterbildung, der Fortbildung gibt. Also egal in welchem Bereich, ihr könnt ja wirklich so viel annehmen und so viel ausprobieren. Also steht bei dir auch noch mal irgendwie was an, wo du sagst, das ist so ein Thema, das interessiert mich auch noch? Ich bin jetzt ganz froh, dass es jetzt mal so ist, wie es gerade ist, dass ich jetzt bei Questico wieder angekommen bin, dass ich da wunderschöne Gespräche habe. Ist ja auch immer spannend, wer einen da so anruft. Möchte das jetzt sozusagen auch wachsen lassen. Es darf sich ausbreiten. Wer weiß, ich finde AstroTV auch eine ganz spannende Sache. Vielleicht gibt es da mal irgendwann die Chance zu arbeiten oder mitzuarbeiten. Fände ich auch ganz toll. Diese Kollegin, die Feng Shui macht, macht auch Astrologie und die hat auch gesagt, also ich komme praktisch gar nicht aus. Sehr, was jetzt das betrifft. Ich kann mich entspannt zurücklegen und bin da schon ganz gut unterwegs. Und so fühlt es sich jetzt auch an. Also ich glaube, du bist da auf dem richtigen Weg. Ich glaube auch, dass wir dich hier bei AstroTV in der nächsten Zeit begrüßen werden und dich des Öfteren auch mal hier zu sehen bekommen. Stefan, ein Tipp für den jungen Mann, wobei so jung ist er ja eigentlich gar nicht. Ne? Man hat immer das Gefühl, hier der weise Stefan Schmidt kann jetzt hier dem Sascha Hill noch mal sowas was mitgeben. Was für ein Jahrgang bist du? 85. Ich bin 86. Ja. Naja. Oh, junge Kerle. Noch mal einen Blick. Drei Karten ziehen. AstroTV, ja, nein. Also ich sage ja. Ich sage auch ja. Da brauche ich keine Karten, weil du bist authentisch. Du hast einen Charakter. Du bist einfach der, der du bist. Und das finde ich immer sehr, sehr positiv. Ja, absolut. Die Entscheidungskarte mit der Lilienkarte. Lilie ist für mich immer Harmonie. Man kommt an. Das ist die Lösung. Also hätte ich aber auch keine Karten für gebraucht. Also ohne Anruf. Ich bin mir sicher, Sascha, wir werden uns in der nächsten Zeit des Öfteren hier in Berlin wiedersehen. Würde mich freuen. Ja. Wir gucken mal auf den Spruch des Tages, was der uns heute noch mal so zu sagen hat. Jeder Wunsch trägt die Kraft für die Umsetzung bereits in sich. Schlauer Mann, der das gesagt hat. Ja, so ist es. Wenn Sie vielleicht auch mal bei uns zu Gast sein wollen, weil Sie ein Produkt haben oder ein Projekt haben, ein Produkt sind oder ein Projekt sind, das wir unbedingt mal vorstellen sollten, dann schreiben Sie uns doch bitte gern an leichterleben@astrotv.de. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir von Ihnen hören. Und zum großen Abschlussbild könnt ihr euch irgendwie befreien und hier rüberkommen. Dann machen wir hier das große Get-Together. Hier, bleib du sitzen. Okay. Weißt du? Du kannst schon mal anfangen, dich hier so einzufühlen. Gaby, Stefan, das ist sehr aufmerksam.
Wenn wir mal einen Aufnahmeleiter brauchen, dann genau, haben wir Stefan Schmidt bei uns. Sie können Stefan ab 16 Uhr erreichen. Jetzt geht es, glaube ich, gleich weiter mit Tanja Haubrichs. Ist die noch da? Ja, die ist noch da. Das heißt, gleich im Anschluss Tanja Haubrichs. Und wie gesagt, mehr Informationen auf unserer Facebook-Seite. Gabi sehen Sie morgen von 11 bis 13 Uhr wieder. Und deswegen wünschen wir jetzt einen schönen Start in die Woche. War schön, dass Sie bei uns waren. Bis morgen sozusagen. Adios.